Die 24 Stunden Burgenland Extrem 2018 sind seit Ende Jänner ein dickes Kapitel in der Erfolgsgeschichte des burgenländischen Volkssportgeschehens. 3.500 Menschen aus dem In- und Ausland nahmen bei guten äußeren Bedingungen, entweder bei Bedes, laufend oder mit dem Rad, die 120 Kilometer rund um den Neusiedler See am Freitag pünktlich um 4.30 Uhr von Ocker aus in Angriff. Dazu wurden noch extra 550 Schüler und Lehrlinge vom Burgenland sportlicher Politprominenz an der Spitze mit Landeshauptmann Hans Niesel vom Pannoneum in Neusiedl am See auf die 30 Kilometer Reise nach Ockau geschickt. Am Beginn war es nur ein Satz, wir gehen rund um den See und das ist ein kleiner Satz, ist eine große Bewegung geworden. Wir haben 2012 begonnen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern den See zu umrunden. 60 haben mitgemacht, das sind Leute aus der Pilgerszene, Pilgerinnen, Pilger, Weitwanderer. Innerhalb weniger Jahre hat sich das weiterentwickelt. Es sind immer mehr Leute dazugekommen, auch die Läuferinnen und Läufer. Ja, Spitzensportler, wir sind so Spitzensportler, Bewegungsstarter 2018. Jetzt haben wir 3.500 Teilnehmer aus 21 Nationen. Also man sieht, was ein kleiner Satz bewirken kann, wenn er auf fruchtbaren Boden fällt. Wir gehen einfach um den See, 60 Leute 2012, 3.500 aus 21 Nationen. 2018. Und das ist eine tolle Geschichte, das ist eine tolle Geschichte für die Menschen, die da mitmachen, eine tolle Geschichte für die Menschen, die mithelfen, dass es überhaupt gelingt. Wir haben sehr viele freiwillige Helfer, Helferinnen, Organisationen, die da mitmachen, vom Roten Kreuz angefangen, vom Bundesheer bis hinüber zur Landespolizei. Also es funktioniert toll, das ist ein Projekt der Region, ein Projekt, wo die ganze Region profitiert, alle hier mitwirken und ich bin froh darüber, dass das so gut funktioniert. Was erwarten sich nun vor allem die Jugendlichen von dieser Extremtour? Also es wird anstrengend werden und ja, also ich glaube, ich schaffe das schon, weil ich spiele Fußball auch und also für mich dürfte es kein Problem sein eigentlich. Freust du dich schon drauf? Ja, ich freue mich schon drauf, auf jeden Fall. Bei den Freunden auch? Ja. Mit der Firma da, also ich arbeite im Verein Warmaus und bin mit der Firma da, also Ausflug. Super Ausflug. Ja. Und ja. Von wo kommst du her? Ich komme von Bezirk Jennersdorf. Hast du schon mal gemacht? Ja, also in Bezug Wandern, also ich war Wandern schon ziemlich oft, ja. Aber sowas Großes, also 25 Kilometer, bin ich selber noch nicht gegangen. Ne? Und? Was glaubst du, was dich erwartet? Naja, ein bisschen cold ist, aber das gehört natürlich dazu, man weiß nie genau. Aber ich glaube, ich schaffe das schon. Das wird schon gehen. Wo kommst du her? Ich komme aus Bezirk Jennersdorf. Wird sie gehen oder laufen? Laufen. Ist das nicht schwerer? Nein. Wo kommt sie her? Aus Gold. Und freut sich schon drauf? Ja. Glaubt ihr, erwartet euch ein besonderes Abenteuer? Ja. Hola, beruhigt dich. Ja. Ja, dann alles Gute. Danke. Wir sehen uns in Ocker wieder. Ja. Welche Aufgaben hat das Bundesheer bei dieser Extremtour? Ja, wir haben erstes Mal begleiten wir hier Schüler und Schülerinnen auf diesem Teilstück vom Neusiedl nach Ocker. Bieten also auch Beratung an, was Blasenprävention und dergleichen betrifft. Also wir haben hier Experten erstmals zur Begleitung der Schüler eingesetzt. Also eine ehrenvolle Aufgabe. Ich glaube, es ist eine spannende Aufgabe und ich glaube, es ist auch für die Schüler und Schülerinnen eine unterstützende, wichtige Unterstützung. Ja. Endlich am Ziel in der Wein- und Seegemeinde Ockau angelangt, gab es recht unterschiedliche Erlebniserinnerungen. Wie war es denn? Ja, an und für sich war es eh schön, aber nur habe ich
Probleme mit den Füßen gekriegt. Wann? Ab wann? Ab und an. Also die Hälfte der Strecke ungefähr? Die Hälfte der Strecke circa, ja. Aber immerhin, nicht? Ja, man kann zufrieden sein, aber gefallen hat es mir nicht. Ich wollte unbedingt durchgehen, aber leider habe mir ein paar Wasserblasen geholt. Beiden Füßen ist dabei. Nächste wird es anders. Ja, mal schauen. Ja, jetzt habe ich was zum Tasten. Sind ja alles gelaufen? Nein, heute vorher nur die halbe Strecke. Nur die halbe Strecke gelaufen? Ja. Alles gelaufen. Na, immerhin, ganz schön, ne? Super Begleitung gehabt. Unzufrieden, ja. Ja. Dankeschön. Super. Gratuliere. Danke. Schön, dass ihr dabei seid. Danke. Gleich geht's weiter mit weiteren Statements zum Burgenland Extrem. Zunächst aber der Dank an den Weinbauverein Ogau, der Ihnen diesen Beitrag widmet. Zufrieden mit sich und den Bildern, die man da draußen geschossen hat. Ein ungleiches Paar kam beinahe zugleich in Ogau an. Die Oma laufend rund um den See, der Enkel gehend von Neusiedl aus. Die Oma ist gelaufen und der Junge ist gegangen, stimmt das? Ja. Sind die ganz rund um den See gelaufen jetzt? Ja, fast alles, ja. Wahnsinn. Tolle Leistung. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 62. Naja, super Leistung. Und der Junge ist gegangen? 14. Der ist gegangen in School of Rock. Ja, die Oma hat dich eigentlich eingeholt, ne? Ja, ich wollte ihn einholen. Leider nicht geschafft. Ist gelungen eigentlich. Viele sind durchgekommen, jetzt aber kommt der Schmerz erst so richtig raus. Aber ja, das war super. Was ist passiert? Wir haben 60 Kilometer geleistet. Und alles war super. Anstrengend, aber sehr gut kann es gehen. Aber gute Zeit, nicht? Gute Zeit. 3 Stunden 57 mit den Schülern. Ich glaube, ist toll. Das ist sehr gut gehalten. Gratuliere. Danke. Herr Tschetschke, wie war's denn? Kommt her! Ja, anstrengend. Oh mein Gott. Die ersten Ortschaften ist gegangen. Ja? Die ersten Ortschaften. Aber vor Ogau. Wir brauchen ein Foto, schlimm. Ja. Du warst eigentlich schnell unterwegs. Ja, wir haben uns ziemlich beeilt. Aber am Schluss haben wir langsam gegangen. Also zum Anfang seid ihr gelaufen und dann gegangen? Ja, gelaufen, schneller gehen. Also nicht laufen direkt, aber ein schneller Gang. Und dann nochmal ganz leicht. Jetzt ist aber jetzt ist Schluss. Und jetzt ab ins Bett. So in der Art, ja. Und die Arsch jetzt da draußen? Bitte? Wie war's? Perfekt, super. Wetter war ideal eigentlich. Naja, am grünen Gwandl kennt man, dass wir Soloten sind. Für 30 Kilometer eigentlich ist ziemlich gut gegangen. Und sollte für einen Soloten eigentlich kein Problem sein. Aber es waren Schüler schon vor euch da. Naja, wir sind doch als letzter wegmarschiert. Dann haben wir ein bisschen geschaut, dass wir die Kinder zusammenhalten, wenn irgendwer ausfällt. Wir sind selber mit 3 Autos da, wo wir, wenn einer nicht mehr kann, einen Transport nach Ogau sicherstellen. Und ja, uns ist einfach zu langsam geworden, muss ich zugeben. Ja, man will ja doch immer mehr. Okay, Gratulation, gell? Dankeschön. Ja, und die Vorbereitungen für Burgenland Extrem 2019 laufen bereits.